Lena von Vanilla Ninja. Hi. 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 So, gleich geht's los, ne? Wirst du dann immer mit von Vorband zu Vorband nervöser oder wie läuft das bei dir? Ich bleib cool. Jetzt ist es ja bald vorbei mit der Tour und was? Ich bin sehr traurig, weil es war sehr lustig und wir haben so viel gerockt und es ist unglaublich. Wo war es denn bisher am schönsten? Ich denke in Schweiz, in Zürich. Ja, und wovon hängt das ab? Also was macht für dich ein Konzert schön? Was kommt es auf die Leute an? Kommt es auf deine persönliche Tagesform an? Nein, die persönliche Tagesform muss gut sein, weil du kannst sonst nicht auf die Bühne gehen. Und ja, in Zürich war es, die Leute waren einfach geil. Wirklich, die haben so viel so gemacht und alles. Gibt es Leute, die euch nachreisen die ganze Zeit, die jetzt bei jedem Konzert? Ja, es gibt, ich denke, 15 Leute, die habe ich schon mehrere Mal gesehen. Du freust dich jetzt wahrscheinlich, musst dich ja natürlich auch ein bisschen vorbereiten. Wie bereitest du dich vor auf so ein Konzert? Was sind die Dinge, die du jedes Mal tust, für so eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Routine? Einfach so mit Hüpfen? Jungs und alle cheeren. Und mit Jungs? Ja, mit unserer Band, die mit uns spielt. Okay, viel Energie mit Jungs, Vorbereitung, finde ich gut. Ja. Warum nicht? Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und auf, dass es ein wunderschönes Konzert wird und dass wir euch noch ganz häufig sehen auf deutschen, schweizer, österreichischen Bühnen. Ja? Danke. Herzlichen Dank, Lena. Viel, viel Spaß heute, ja? Tschüss.